Moin Leute, Raschenstart und was für eine Art, das Jahr direkt zu starten. Level Up haut die nächste Geschmacksrichtung raus. Und zwar kommt ein OG wieder zurück als allerersten Geschmack in 2021. Und zwar Digital Camo haben die heute angekündigt. Die haben das davor schon ein bisschen geteased. Das ist ja das, was kommt auf jeden Fall. Jetzt haben wir es offiziell. Digital Camo als allerersten Geschmack, quasi als ja Rebrand, könnte man da sagen, von dem Geschmack. Und zwar Digital Camo kommt nächste Woche am Mittwoch, dem 13.01. um 18 Uhr in den Shop. Das Ganze ist ja ein Rebrand vom Originalgeschmack von Digital Camo, was glaube ich 2019 rauskam, also jetzt schon wieder knapp 1,5 Jahre bis 2 Jahre alt tatsächlich. Digital Camo ist ja auch der allererste Fantasiegeschmack, den die überhaupt rausgebracht haben. Davon habe ich sogar noch die allererste Dose, die noch so ein bisschen voll ist tatsächlich. Geschmack ist ganz gut auf jeden Fall. Ich bin wirklich gespannt auf den neuen dann, auf den Rebrand quasi, ob der Geschmack sich ein bisschen verändert hat, ob der gleich geblieben ist. Bin ich wirklich super gespannt. Ich werde es auf jeden Fall, werde ich mir direkt holen. Es gibt dazu auch eine Box, die auf magische Weise 60 Euro kostet. Weil die allererste Digital Camo Box, das war auch die allererste Box, die die überhaupt gemacht haben, soweit ich weiß, war im ähnlichen Preissegment. Da war noch irgendwie ein Shirt drin und irgendwie noch Armbänder und noch irgend so Merchandise-Stuff von dem ganzen Ding. Ich denke, das gleiche würde wahrscheinlich auch hier wieder drin sein. Es wird ja nicht einfach 10 Euro magisch so hinzugefügt ohne irgendwie Stuff. Was ich aber auch wieder gut finde ist, wenn man auf die Box keinen Bock hat, kann man sich auch den Geschmack einzeln wieder zulegen, was ich wirklich sehr nice finde. Designtechnisch sieht das Ganze wirklich schick aus. Es erinnert mich so ein bisschen an eine Call of Duty Tarnung. So ganz wenig tatsächlich. Also bin ich wirklich gespannt. Geschmack wird ja sein weiße Beeren. Ein weißer Beerengeschmack, was es ja an sich so nicht wirklich gibt. Wie gesagt, ist ein Fantasy-Geschmack. Und ich bin wirklich super gespannt. Ich werde das Ganze auch, wie gesagt, mit dem Originalgeschmack vergleichen. Wie die sich unterscheiden, ob die sich gleich sind, ob die nicht gleich sind, dies, das, werdet ihr dann natürlich alles im Video erfahren. Und dazu, falls einer von euch wieder irgendwie ein bisschen Bestände braucht, haut Level Up direkt als allererste Aktion eine 3 für 2 Aktion raus. Bedeutet im Grunde ja, 3 kaufen, 2 bezahlen. Funktioniert auch mit der Digital Camo Edition. Also wer da Bock drauf hat, kann da definitiv zuschlagen. Und ja, mehr kann ich dazu leider noch nicht sagen. Wie gesagt, ich werde mir den auf jeden Fall holen und direkt dann ein Video machen, wenn der Geschmack natürlich bei mir ankam. Das Ganze werde ich natürlich, wie gesagt, mit dem Originalgeschmack vergleichen, um zu gucken, ist der Geschmack denn gleich, ist er anders, etc. Werde ich dann komplett im Video alles machen. Und bis dahin, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, vielleicht ein bisschen weitergeholfen. Von meiner Seite auf jeden Fall noch ein schönes, großes neues Jahr. Hoffentlich wird es das besser, auch wenn es bis jetzt noch nicht so ganz danach aussieht. Aber auf jeden Fall, wir werden es besser daraus machen. Und bis dahin, haut rein.